Ja, Leute, seht ihr das hier hinten? Sport 1, Doppelpass, das ist so sonntags, mein Sonntagsritual. Kaffee, Bett, erstmal so Fußball aufarbeiten. Ich war früher echt mega, mega der Fußballfreak. Ja, ich habe heute frei und die FIBO ist vorbei und ich glaube, nichts beschreibt es besser als das hier. Pizza. ich bin noch echt total verpennt und ja, bin wieder voll im Aufbau, nicht planmäßiger als bei mir immer so, also nach der FIBO oder so. Ich habe dann einfach keine Kapazitäten mehr, da ständig irgendwie auf die Ernährung zu achten und hab Bock jetzt auf Power im Gym. Das ist immer so, es braucht immer so ein bisschen, weil ich eigentlich shredded sein will, aber das halt auf Dauer nicht umsetzbar ist, gerade mit Studium und Job und allem. Deswegen, ich komme jetzt ganz gut klar damit. Ich fokussiere mich jetzt wieder auf die Kraft im Fitnessstudio und auf das entspannte Essen, jetzt nicht alles abwiegen und genau darauf achten. Ja, mir geht's gut damit und ich bin jetzt quasi auf dem Weg ins Fitnessstudio, in mein eigenes Homegym rüber. Im Moment trainiere ich Ganzkörper 3 bis 4 Mal die Woche, schwere Grundübungen und ja, so ein paar kurze Eindrücke seht ihr jetzt dann gleich und das Ganze Training werde ich auch für meinen eigenen YouTube-Kanal abfilmen. Da könnt ihr dann auch mal vorbeischauen. Da seht ihr das dann mit Kommentar von mir. Und so sieht es aus. FIBO ist vorbei. Luki ist wieder voll im Aufbau. lässt sich schmecken. Und ja, genießt jetzt den Sonntag mit einem schweren Ganzkörpertraining. So Leute, das Training ist durch. Puh, das viele Essen lohnt sich, weil ich 200 Kilo Kreuzheben 10-mal gezogen habe mit Absätzen, also kein Touch and Go. Jo,
Also macht echt Spaß. Das ist dann wieder das Geile irgendwie dran, dass die Power im Gym so geil ist und man weiß, der Muskelaufbau läuft. Und naja, da der Sonntag trotzdem bis auf das Training sehr inaktiv war bis jetzt, habe ich mir ein Monster gepackt und dann laufe ich immer so eine Runde. Ich glaube, diesmal eine andere Runde. Ich variiere da immer so ein bisschen hier im Allgäu. Ist ja eh voll schön. Also kann man echt raus in die Natur und jo, werde jetzt ein paar Schritte machen. Habe ja auch eine Fitbit Blaze am Start, die mich immer motiviert. Also das muss ich sagen, ist echt krass. Das motiviert mich richtig, weil man das einfach schwarz auf weiß hat quasi. Okay, heute wenig Schritte. Ja, bin jetzt auch erst bei 2200 Kalorien Verbrauch. Wir haben jetzt 16 Uhr. Und ja, ich will mir heute auch noch ordentlich was gönnen. Hab Bock auf lecker Essen, deswegen jetzt noch ein paar Schritte machen, ein bisschen aktiv sein. Und dann sehen wir uns später bei der ersten Mahlzeit. Ja, ich habe noch nichts gegessen. Intermittent Fasting nach wie vor. Ich glaube, das wird mir auch lange so bleiben. Ich habe mich daran gewöhnt. Und klar, für den Muskelaufbau, für die Proteinsynthese vielleicht nicht ganz optimal, aber ist okay. Das nehme ich in Kauf. Ich fühle mich gut damit und freue mich jetzt aufs Monster und auf die Natur. Und in diesem Sinne mache ich die Kamera jetzt auch aus. So, wandern bzw. spazieren vorbei, war mega schön, die Sonne kam noch raus. Jetzt hier 300 Gramm Bärenmischung, 300 Gramm Spinat und da packe ich jetzt noch 50 bis 60 Gramm Whey rein. So, mit dieser Vitaminbombe geht's jetzt, wie es zu einem Sonntag gehört, von Laptop und ich schaue jetzt Prison Break. Yo! So Leute, neuer Tag, neues Glück. Die Vögel hier im Hintergrund, die sind morgens immer schon so aktiv und ich bin ein Morgenmuffel. Oh, oh Mann, das ist echt, echt nervig. Ich bin total kaputt, wie man sieht. Naja, jetzt gleich zur Arbeit mit dem Fahrrad. Aufbau heißt zwar viel Essen bei mir, aber heißt nicht wenig aktiv sein. Also ich versuche schon wirklich aktiv zu sein und das Wetter ist heute noch ganz okay. Deswegen jetzt gleich mit dem Fahrrad zur Arbeit und damit schließe ich das Video ab. Also FIBO, nach der FIBO, ja, Form halten war so ein bisschen mein Wunsch, wie immer. Hat nicht geklappt, weil einfach andere Sachen dann wieder in den Vordergrund rücken. Und ist aber auch nicht schlimm, ich finde mich dann immer relativ schnell ein. Ups, mein Kaffee wird langsam heiß. Au. Finde mich da dann relativ schnell ein und ja, merke dann auch erstmal so, wie viel besser mir es dann auch geht irgendwie, weil ja, so eine Diät, das zehrt schon, ich habe die Form gebracht, alles gut und jetzt geht's ganz gechillt weiter. Mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Ihr seid ja dabei, also abonniert den Kanal hier, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute.